Check gerne in der Beschreibung Instagram und Twitter, meine neuen Merch und natürlich MMOGA für Points und Game Keys aus. Mit allen Links unterstützt ihr mich. Vielen, vielen Dank dafür. Moin Moin und ein herzliches Willkommen hier mal wieder zurück zu einem weiteren Video auf meinem Kanal und zwar heute wieder mit einer neuen Karriere am Start. Wir starten rein mit dem SV Werder Bremen und das natürlich nicht mit dem normalen Kader, sondern mal wieder einen Kader ohne Abgänge. Wie wäre eigentlich der Werder Bremen Kader ohne Abgänge? Und ihr seht, vor allem auf der Zehnerposition oder auch auf der Innenverteidigerposition wären echt Granaten am Start. Wir schauen uns die Zehnerposition mal an. Rechts De Bruyne, links Mesut Özil, zwei Zehner aus der Premier League, die da Weltklasse spielen. Und in der Innenverteidigung haben wir unter anderem Naldo und dann einen... Ja, da wusste ich nicht mal, dass der überhaupt mal bei Bremen war. Und zwar ist das Sokratis, der auch ein 85er Rating hat. Im Tor dann noch Castells von Wolfsburg. Das sind jetzt, ich sag mal, mit Arnautovic die Neuzugänge in Anführungsstrichen, die in der Startelf sind. Wir haben aber allerdings auf der Bank auch noch ein paar Spieler, wie zum Beispiel einen Serge Gnabry. Weiter geht es dann, mal kurz runterscrollen hier, mit Per Mertesacker, der auch neu am Start ist, mit Prödel, mit Öztunali, dann haben wir Selke, wir haben Füllkrug, Westergaard, wir haben Gilobocci, Di Santo und weiter geht es mit Wagner, Petersen, Marin, Harnik und dann haben wir noch Elia und Hunt. Wagner, ich wusste zum Beispiel auch nicht, dass Wagner mal bei Werder Bremen war, aber man sieht es hier, Sokratis, Wagner, beide mal eine Zeit bei Werder Bremen gewesen. Wir starten wieder rein in drei Saisons. Ich denke, das ist so mein Ziel mit dieser Mannschaft. Irgendwie innerhalb, ich sehe kein Bild mehr, sehr, sehr stark. Ich hoffe, ihr seht das Bild gerade noch. Jetzt sehe ich es wieder. Innerhalb der nächsten 3 Jahre, ja, vielleicht international zu spielen. Das wäre mein Ziel. Wir schauen einfach mal, wie weit wir kommen. Und dann starten wir direkt rein in die 3 Jahre mit Werder Bremen. Die erste Halbserie mit dem neuen Werder Bremen Kader liegt jetzt hinter uns und bevor wir jetzt auf die Tabelle schauen, möchte ich gerne mal von euch in den Kommentaren wissen, was denkt ihr, was wird unser bester Platz an einem Saisonende? Wie gesagt, 3 Saisons spielen wir, welcher Platz wird der beste Platz am Saisonende? Schätzt das gerne mal in den Kommentaren und falls euch diese Videos ohne Abgänge gefallen, lasst definitiv einen Daumen nach oben da. Wolfsburg jetzt... Wirklich unangefochtener Spitzenreiter. Bei Wolfsburg habt ihr wirklich die 1000 Likes geknackt. Vielen, vielen Dank dafür. Wäre mega krass, würden wir das auf diesem Video wieder schaffen. Und jetzt schauen wir direkt drauf auf die Tabelle. Und da stehen wir derzeit, ja, nur auf Tabellenplatz 11. Aber unser Gesamtrating vom Trainer, 81, sagt eigentlich, wir sind nicht so schlecht unterwegs. Also, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Knapp hier auf 80. Was haben wir denn noch? Naldo auf 82 in der Innenverteidigung. Da hoffe ich ja, dass Westergaard ihn da bald ablöst. Sollte er auch, ich denke mal, spätestens in Saison 2 machen. Wir starten jetzt direkt rein in die Rückrunde und sehen uns dann am Saisonende wieder. Und dann sind wir jetzt auch schon am Ende der ersten Saison und schauen jetzt natürlich rein, wie es denn so steht. Trainerrating um 19 nach unten gegangen. Das ist ein krasser Abfall und Tabellenplatz 11. Also im ersten Jahr sollte es Europa noch nicht sein. Mehr Niederlagen als Siege, positive Tordifferenz, 46 Punkte. Bin ich ehrlich gesagt nicht ganz so zufrieden mit. De Bruyne mittlerweile auf der 92. Naldo ist natürlich nach unten gegangen. Die kommen jetzt auch raus, Westergaard dafür rein. Und wir schauen mal, ob wir auf anderen Positionen... Kann Bauer wirklich rechts spielen? Oder wird er mir nur vorgeschlagen, weil wir keinen anderen haben? Er kann tatsächlich rechts spielen, dann machen wir das so... Und ansonsten sollten wir auf jeder Position die besten Spieler haben. Ja, sieht danach aus, vor allem in der Offensive. Wäre Gnabry noch eine Möglichkeit, aber Arnautovic und Kruse derzeit besser. Wir starten direkt rein in Saison Nummer 2 und sehen uns dann im Winter wieder. Saison Nummer 2 und ich hoffe, dass wir jetzt schon zur Winterpause ein wenig besser dastehen als... Ja, exakt vor einem Jahr. Das Trainerrating ist um 4 nach unten und der Tabellenplatz ist, glaube ich, identisch. Bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, wir waren auch 11 da. 18 Punkte, alles nicht unbedingt das Beste. Vor allem, wenn man sieht, in der Offensive sind wir eigentlich so stark. Unsere Defensive sieht auch nicht schlecht aus. Und dann bringt diese Mannschaft nur Tabellenplatz 11 auf den Platz. Ich überlege gerade mal, wir testen mal eine andere Formation. Vielleicht können wir dann das Ganze noch drehen.
Auch wenn ich glaube, dass sich der Assistenztrainer die Formation sowieso immer selbst aussucht. Ich möchte auf jeden Fall aber zwei Zehner irgendwie in der Mannschaft haben. Das ist ganz wichtig. Und deswegen schaue ich mal, ob ich hier irgendwas finde. Okay, so sieht das Ganze dann doch nochmal ein klein wenig besser aus. Damit starten wir in die Rückrunde und dann sehen wir uns am Ende der Saison. Wir sind dann jetzt am Saisonende von Saison Nummer 2 angekommen. Und vielleicht stehen wir dieses Jahr ja besser da. Wertung ist weiter oben. Zuletzt gegen Augsburg gewonnen und international am Start. Tabellenplatz 6. Und damit geht es in unserer letzten Saison nochmal international zugange. Einmal in der Europa League und dann dazu noch in der Bundesliga. Und damit starten wir direkt rein in Saison Nummer 3. Letzte Saison, Halbzeit erreicht. Und wir schauen natürlich wieder rauf auf die Tabelle. Dieses Mal zur Premiere in der allerletzten Saison dürfen wir sogar auf zwei Tabellen schauen. Einmal natürlich die Standard-Bundesliga-Tabelle. Da sind wir, glaube ich, mit unserer besten Hinrunde am Start. Siebter Platz, derzeit 6 Siege, 6 Unentschieden, 4 Niederlagen. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das Ganze auch schon letzte Rückrunde irgendwas mit unserer Formationsänderung zu tun hat oder nicht. Das würde mich mal interessieren. Ich glaube allerdings nicht. Und dann schauen wir jetzt noch in die Europa League, wo die Gruppenphase abgeschlossen sein sollte. Und ich hoffe natürlich, dass wir hier in der Gruppe was reißen konnten. Und wir konnten es tatsächlich. Ja, souveräner Platz 2 und damit sind wir in der K.O.-Phase der Europa League. Wir starten rein in die Rückrunde. Das bedeutet K.O.-Phase der Europa League und dann natürlich noch die Rückrunde der Bundesliga. Und jetzt ist auch schon das Ende des Experiments erreicht. Wir sind am Saisonende von Saison 3 angekommen. 52er Trainer-Rating unter dem vom letzten Jahr und wir sind auch ganz, ganz knapp tabellarisch unter dem vom letzten Jahr. Wir sind dieses Mal auf Tabellenplatz 57 Punkte. Geht einigermaßen in Ordnung eigentlich noch, ist auf jeden Fall über den derzeitigen Tabellenregionen von Werder Bremen. Und dann schauen wir auch noch rein in der Europa League, wie es denn da so aussieht. Vielleicht konnten wir ja in der Gruppenphase ein wenig was reißen, aber das sah nicht danach aus. Das sah aus wie ein Aus in der allerersten Runde gegen Olympique Lyon. Dazu muss man sagen, Olympique Lyon ist natürlich kein schlechter Gegner, aber wir haben es immerhin bis ins Elfmeterschießen geschafft und sind dann im Elfmeterschießen ausgeschieden. Geht es belastender? Wir schauen uns nochmal kurz rein, auf welchem Platz letztendlich Olympique Lyon gelandet ist in der Europa League. Und die sind immerhin, ja, direkt danach 5:1 gegen Liverpool ausgeschieden. Okay, also so gut werden sie wohl doch nicht gewesen sein. Das wäre es dann gewesen von diesem Video. Die ersten gehen jetzt mittlerweile schon nach unten. Gnabry mittlerweile auch einer der besten Spieler auf Platz 3 mit Sokratis zusammen. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, würde ich mich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao, ciao.